Meine lieben Freunde, heute bringe ich euch wieder einmal eine Sage aus dem geheimnisvollen Steinwald, genauer aus Neusorg und noch genauer gesagt aus Schwarzenreuth, einem Ortsteil von Neusorg. Deswegen zeichne ich hier zunächst einmal wie immer ein kurzes Porträt von diesem schönen Oberpfälzer Ort. Neusorg ist eine Gemeinde mit rund 1900 Einwohnern und 8 Gemeindeteilen im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth. Und einer dieser Gemeindeteile ist Schwarzenreuth, wo auch unsere Geschichte handelt. Schwarzenreuth war der ursprüngliche Gemeindesitz, aber Neusorg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich größer durch den Eisenbahnbau und wegen der zuziehenden Flüchtlinge. Der Ort Schwarzenreuth wurde um 1200 erstmals urkundlich erwähnt. Das dortige Schloss, das man heute noch sieht, wurde von Hans von Hirschberg um 1605, einem Adeligen, aus dem großen Geschlecht der Hirschberger erbaut. Die Hirschberger waren von 1355 bis 1848 im Besitz dieses Schlösschens. Der Besitz ging dann 1870 an die Grafen von Kastell-Rüdenhausen über, dann 1935 an die Forst AG Ebnath und heute gehört er dem Landwirt Franz Kick, der sich sehr um die Erhaltung des Schlosses bemüht. Und damit kommen wir zu unserer Geschichte. Er kam schon verkrüppelt auf die Welt und seitdem hieß er der Zwerge. Anders als sein Körper aber waren seine Geistesgaben. Da er mit seinem Körper nichts anfangen konnte, förderte er seinen Geist, wo er eben nur konnte. Er studierte Alchemie und andere geheime Künste und wurde auch bald Meister in diesen Dingen. Seinen Mitmenschen wurde er immer unheimlicher, denn er war ihnen geistig haushoch überlegen. Und wie das so geht, weil man sich halt seine Künste nicht natürlich erklären konnte, behauptete man bald, der Zwerge hat einen Bund mit dem Teufel geschlossen. Und das verstärkte sich noch. Denn der Zwergel, dieser Schwächling, fing an, mit anderen Edelleuten Ehrenhändel auszutragen. Er stellte sich im Duell und blieb dabei immer Sieger. Unverwundet, ob sie nun mit Degen, Rapier, das ist eine Stich- und Hiebwaffe des frühen 16. Jahrhunderts, oder mit einer Pistole fochten. Der Zwergel wurde ein gefürchteter Haudegen, und sein Reitknecht war der Reiter Eurl. Kleine Anmerkung von Harald Fähnrich. Noch in den 50er Jahren gab es das Reiter Eurl-Haus in Ebnath. Anschließend war dort die Sparkasse. Und weiter. Der Reitknecht musste seinen Herrn auf allen Wegen begleiten. Auch er soll übrigens mit dem Teufel im Bunde gewesen sein. Manche Leute sahen die beiden sogar oben in der Luft dahinreiten. Und einmal ist er auch über den Tirschenreuther Weiher geritten, über das Wasser, sodass die Gischt nur so hoch spritzte. Seine Zaubersprüche hatte der Zwergel in ein dickes Buch geschrieben. Doch auch nach Franken hin siehst du von
Als er nun merkte, dass es mit ihm zu Ende ging, holte er seinen Reiterknecht. Eudel, wirf mein Buch in das Wasser. Der nahm es und ging, aber unterwegs fiel ihm ein, so ein wertvolles Buch kann man doch nicht ins Wasser werfen. Also nahm er es mit nach Hause und versteckte es im Psalter. Dann ging er zu seinem Herrn zurück und der fragte ihn, na, was hat das Wasser gemacht beim Hineinwerfen? Das Wasser? Gar nichts. Aha, du hast das Buch gar nicht hineingeworfen. Na, warte, das wirst du mir noch büßen. Daraufhin lief der Eudel voll Schreck heim, nahm das Buch und warf es in den Mühltümpel. Da fing die Nab dort zu brodeln und zu kochen an und warf haushohe Wellen, genauso als hätte er ein Stück von der Hölle hineingeworfen. Als er dann zu seinem Herrn zurückkehrte, war der schon tot. Die Verwandten ordneten ein nobles Begräbnis an und viel gemeines und adliges Volk kam zur Aussegnung. Als der Geistliche dann eben ein Sterbelied anstimmen wollte, da lachte der Zwergel oben zum Schlossfenster heraus. Verschreckt und irritiert rannten alle Trauergäste davon nach Hause. Der Pfarrer aber hatte den Mut, den Sarg zu öffnen und drinnen lag tatsächlich der Leichnam des Zwergel. Dann begrub der Pfarrer den Zauberkünstler in größter Ruhe. Harald Fähnrich, der Taschenreuter-Sagensammler, nennt diese Sage eine Kunstsage. Kunstsagen sind in Anlehnung an traditionelle Sagen von einem Autor geschaffene Werke. In vorliegender Sage sind verschiedene Sagenmotive, also zum Beispiel die Zauberei, das Geistern und ein Teufelspakt eingearbeitet und sie handelt von einem adeligen Herrn von Schwarzenreuth. Ich nehme an, dass es der Wolf Adam von Hirschberg war, wie wir weiter unten erfahren werden. Und weiter mit Fähnrich. Wahrscheinlich besaß der Mann auch einen barocken Bücherschatz, den andere als Teufelszeug betrachteten. Und möglicherweise war er sehr belesen und unangepasst, also ein Querkopf. Und aus diesem Quer wurde eben dann ein Zwergel. Und Fähnrich gibt uns einen Auszug aus dem Ebnatter Sterbematrikel bekannt. Am 6. Juni 1694 starb der hochedle und gestrenge Herr Wolf Adam von Hirschberg in Schwarzenreuth im Alter von 80 Jahren. In vielen Zweikämpfen Sieger wegen Streitigkeiten mit seinen Verwandten wurde er auf ganz gewöhnliche Art beerdigt. Und lasst mich das zum Schluss sagen. Ich finde es wunderbar, wenn man nach Neusorg kommt, sich dann dieses eher unscheinbare Schlösschen in Schwarzenreuth anschaut und wenn man sich dabei diesen Zwergel vor Augen führt, wie der hier lebte. Wirklich eine schöne Geschichte von einem alten Ritter in der Oberpfalz. Und damit darf ich mich wieder verabschieden von euch. Ich wünsche euch wie immer vor allem Gesundheit. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.